Hallo, ich bin Clara und ich stehe hier vor der Grundschule Berge. Derzeit besuchen sie 72 Schüler und ich wollte euch mal einen kleinen Einblick in unsere bescheidene Schule verschaffen. Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Ach, da hinten sitzt schon jemand, den ich dazu befragen kann. Hallo Senja, kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Du bist in der Bibliothek gelandet. Okay, kannst du mir eventuell auch was über die Bibliothek erzählen? Ja, die Bibliothek hat Märchenbücher, Mädchenbücher, Abenteuerbücher und so weiter. Ab wann ist sie denn geöffnet? Dienstags und freitags von 7.30 Uhr bis 7.50 Uhr. Cool, danke schön. Also wer nicht ertrinken will, sollte definitiv hier hingehen. In unsere Schwimmhalle. Hier ist Lydia, die uns gleich mehr dazu verraten wird. Also Lydia, was kann man hier alles so in der Schwimmhalle machen? Man kann hier schwimmen lernen. Die Schwimmlehrerin ist Frau Pank. Und wir haben hier auch Duschen. Ja. Ab welcher Klasse kann man denn hier schwimmen lernen? Von 1. bis 4. Okay, na dann. Also hier sollte man definitiv hingehen, wenn man Hunger hat. In unsere Essenhalle. Und hier sitzt gleich jemand, den ich dazu befragen kann. Also Svenja, erzähl uns mal ein bisschen was über diese Essenhalle. Nein, diese Essenshalle geht von Klasse 1 bis 6 nach der 4. Stunde Mittagessen. Und wir machen hier auch Kuchenbasare und Baguettebrötchenbasare. Das ist ja sehr schön. Also das kann man hier so alles machen. Oh, hier bin ich also in der Turnhalle gelandet. Ich hoffe, Svenja und Attila können mir mehr über diese Halle verraten. Sportunterricht. Ah, okay. Wir machen hier am Anfang Gymnastik zum Warmmachen und dann laufen wir hier ein paar Runden oder machen zum Beispiel Hockwände, Seilspringen und so weiter. Wozu sind denn die ganzen Bretter da oben an der Wand? Wir machen die Bretter dazu wegen Stangklettern, dann machen wir die Stangen. Okay. Also man konnte hier ja viel Wissenswertes über die Turnhalle erfahren. Hallo meine Sportsfreunde. Ich weiß, einige denken von euch, Sport ist Mord, aber hier macht Sport so richtig Spaß. Ich werde jetzt Lydia fragen, warum? Also Lydia, was macht ihr hier so auf eurem Sportplatz? Wir machen hier 1000 Meter Lauf, wir machen auch Weitsprung und Weitwurf. Das hört sich echt gut an. Okay. Hier basteln und werkeln wir wie die Heinzelmännchen. Dazu werden Athena und Lydia uns gleich mehr verraten. Was ist hier los? In diesem Raum werkeln wir. Und wir haben hier auch viele Werkzeuge. Okay, was werkt ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel auch so einen Stern oder eine Kerze für Weihnachten gemacht. Aus Holz? Ja. Schön. Und hier bin ich also in der Aula. Ich hoffe, Senja kann mir dazu ein paar Dinge verraten. Also Senja, was macht ihr hier so in der Aula? Wir machen hier Feste, zum Beispiel. Zum Beispiel Weihnachtskonzert, Einschulung, ja, Theater geht es ja auch drin. Cool. Was gibt es hier eigentlich allgemein noch so an der Schule für Veranstaltungen? Zum Beispiel Sportfest, Osterprojekt, Hallo zusammen. Wir sind hier nicht etwa im Schulkeller, wir sind auch nicht bei Galileo Mystery. Nein, wir sind auf dem Dachboden unserer Schule. Es heißt ja, hier sollen schon Geister ihr Unwesen getrieben haben. Befragen wir dazu mal Lydia. Also Lydia, weißt du, was hier los war? Ich weiß halt echt nicht. Hier sind keine Geister, weil ich habe noch nie eins gesehen. Hier sind halt nicht viele Stühle und Tische. Hier haben sie vielleicht viel Unterricht gehabt, aber sonst ist eigentlich nichts los. Nun interviewen wir eine ehemalige Schülerin aus dieser Schule. Sie war auch schon Schüler des Monats. Leonie, also, was unterscheidet diese Schule von deiner jetzigen? Meine jetzige Schule ist auf jeden Fall größer und dort gibt es auch mehr Schüler als hier.
Was vermisst du denn so an unserer kleinen Schule? Auf jeden Fall, dass es hier sehr familiär ist. Das ist jetzt nicht mehr so bei mir. Ach so. Weil auch jeder jeden hier kennt. Ja. Und was hat dir früher hier so am besten gefallen? Auf jeden Fall diese Events, die wir hier hatten, wenn etwas Besonderes war, vor allem das Weihnachtskonzert. Sehr schön. Danke für diese kleine Auskunft. Wie lange sind Sie denn schon Lehrerin? Oh, ziemlich lange. Ich bin seit über 40 Jahren hier an der Schule. Okay. Was finden Sie hier am besten an dieser Schule? Ich finde gut, dass wir eine kleine Schule sind, dass jeder jeden kennt, dass wir kaum Probleme haben und wenn, dass man diese sofort lösen